Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar möchte ich euch heute das neue Buch von Lauren Blakely vorstellen und zwar You, ich darf dich nicht begehren und wie mir das Buch gefallen hat, das verrate ich euch jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes vorweg, ich habe das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch hier wieder bekommen habe und ja, ich möchte gerne noch anmerken, die Sonne scheint. Es ist total irre. Also falls ich hier heute von der Seite hier noch ein bisschen heller werden sollte, das ist die Sonne, die mal da ist. Ich bin total begeistert. Die Sonne scheint. Heute soll es aber um You gehen und You ist der vierte Teil der Big Rock-Reihe von Lauren Blakely. Und ich habe ja die ersten beiden Teile gelesen, fand die ja super. Hab den dritten dann gelesen, der war nicht so mein Fall. Da war mir der erotische Anteil zu hoch. Und ich hatte jetzt so ein bisschen Angst vor dem vierten, weil ich gedacht habe, so oh, hoffentlich ist da der erotische Anteil nicht wieder so hoch, weil das mag ich jetzt nicht unbedingt. Und ja, was soll ich sagen? Dieses Buch war wieder zuckersüß und der erotische Anteil ist gering. Er ist da und es ist auch völlig okay in dem Rahmen, wie er da ist. Aber im Vergleich zum letzten Buch ist er halt definitiv um einiges geringer, was mir sehr gut gefallen hat. Die Geschichte steht hier im Vordergrund und die Charaktere und nicht die Erotik. Juppie! Gott sei Dank. Aber worum geht es in You? In You geht es um Chase. Und Chase ist ein gut aussehender Arzt, der nach einem Jahr Afrika-Aufenthalt jetzt wieder nach Hause gekommen ist und vorübergehend bei seinem Bruder wohnt. Und da das für ihn aber kein Dauerzustand ist, sucht er eine Wohnung. Und das gestaltet sich um einiges schwieriger, als er dachte. Und er ist auch völlig verzweifelt, was die Wohnungssuche angeht. Und ja, als er sich eines Tages mit seiner besten Freundin Josie trifft, erzählt sie ihm, dass sie auch immer noch auf Wohnungssuche ist nach einer neuen Mitbewohnerin. Und während die beiden sich so unterhalten, kommen sie natürlich auf diese grandiose Idee, dass Chase doch bei Josie einziehen könnte. Eigentlich wollte Josie eine Mitbewohnerin, aber da Chase ihr bester Freund ist und sie weiß, dass sie ihm vertrauen kann, wäre es für sie vollkommen okay, wenn er bei ihr einzieht. Gesagt, getan, Chase zieht bei Josie ein. Und jetzt könnt ihr euch denken, was passiert. Während Chase und Josie zusammen wohnen, merken die beiden, dass da irgendwie mehr zwischen ihnen auch ist. Und Chase fühlt sich unglaublich zu Josie auch hingezogen. Und ja, was dann mit den beiden alles passiert und ob aus Freundschaft mehr werden sollte oder vielleicht halt auch nicht, das ist es, worum es in You von Lauren Blakely geht. Und ich kann nur sagen, dass mir der vierte Teil wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte zuckersüß, ich fand die Handlung super, ich fand den Verlauf super. Das Einzige, was man sagen muss, die Geschichte ist absolut vorhersehbar. Also so geht es mir bei den meisten Liebesromanen. Das ist für mich echt sehr, sehr selten geworden, dass mich am Ende noch irgendwas überraschen tut in der Liebesgeschichte. Und so war es hier halt auch. Also es ist ein sehr vorhersehbares Buch. Also wer jetzt auf verzwickte Handlungen steht und Plot-Twists und keine Ahnung, der ist hier definitiv falsch. Und wie gesagt, das ist eine Geschichte, die man auch sehr schnell erahnen kann und man erahnt sehr schnell, in was für eine Richtung das Ganze geht. Man erahnt sehr schnell, was da für ein Konflikt am Ende draus entsteht. Und ja, wer sich da lieber überraschen lassen möchte und lieber Geschichten hat, wo er das eben nicht weiß, der sollte diese komplette Reihe allerdings auch nicht lesen, weil diese ganze Reihe ist von den Wendungen her recht vorhersehbar. Aber halt hier beim vierten Mal halt schon sehr vorhersehbar. Was mich jetzt persönlich nicht weiter gestört hat, denn ich fand die Geschichte einfach richtig niedlich und süß und ich mochte die Charaktere total, die waren mir super sympathisch, deswegen hat das für mich das alles irgendwie wieder ausgeglichen und ausgewogen, dass ich jetzt halt wusste, was passiert. Ich dachte mir so, ja mein Gott, das wird am Ende sowieso so laufen, aber das denke ich mir halt, wie gesagt, bei den meisten Geschichten. Deswegen hat es mich persönlich nicht gestört. Wen es dann allerdings stört, der könnte sich dann halt hier darüber ärgern. Ansonsten, was die Charaktere betrifft, ich fand Chase super cool. Er war mir super sympathisch. Wir lesen das Buch ja auch aus Chase seiner Sicht. Man liest die komplette Reihe übrigens aus der Sicht der Männer und man bekommt die Sicht der Frauen immer nur so, immer mal eingeworfen, so mit kleinen Seitenkapitel, nennen wir es so. Ja, also man liest diese Reihe komplett aus der Sicht der Männer, was ich auch wirklich sehr, sehr cool finde. Und wie gesagt, Chase ist ein sehr, sehr sympathischer Charakter. Ich fand ihn super cool. Ich finde, der hat auch super gut zu Josie gepasst und Josie war halt auch ein sehr, sehr cooler Charakter. Sie ist halt auch ein Charakter, den man sofort ins Herz schließt, finde ich. Sie ist halt Konditorin und sie ist halt nicht so dieses perfekte 90-60-90 Mäuschen, sondern sie ist halt eine Frau mit Kurven und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, wie auch die beiden miteinander umgegangen sind in dem Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir natürlich die Nebencharaktere hier und da kommen natürlich die Charaktere aus den ersten Teilen auch wieder mit drin vor, die wir alle schon kennen. Und auch die anderen Nebencharaktere, die man hier so kennenlernt, die ja noch so eingeführt werden in die Geschichte, die sind
gut, das hat mir gut gefallen, die spielen alle ihre Rollen gut. Man weiß jetzt auch schon, um wen es höchstwahrscheinlich im nächsten Teil geht. Das ist ja hier schon so angeteasert worden. Ich bin sehr gespannt, ob es denn tatsächlich so ist. Ich glaube, der Klappentext für den nächsten Teil ist auch schon draußen. Da muss ich dann glatt nochmal gucken. Und ja, ich kann nur sagen, von den Charakteren hat es mir auch gut gefallen. Wie gesagt, war mir alles sehr sympathisch. Es gab nichts, wo ich sage, boah, das hat mich genervt oder das fand ich doof. Also was das betrifft, war alles super. Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in New York. Diese komplette Reihe spielt ja quasi in New York. Der dritte war jetzt in Las Vegas, aber im Prinzip spielen diese Geschichten alle in New York. Was ich sehr, sehr cool finde, denn ihr wisst, ich liebe New York. New York ist so ein tolles Setting und ich finde, Lauren Blake, die bringt das alles auch super rüber und erklärt das alles gut und zeigt auch, sag ich mal, die Wohnung von Josie jetzt, wo Chase dann einzieht, super gut auf. Und ich habe keine Probleme gehabt, mir irgendwas vorzustellen. Auch die Bäckerei zum Beispiel konnte ich mir sehr gut vorstellen und ja. Ich finde, vom Setting her kann ich mich auch nicht beschweren, hat für mich alles gepasst. Ich hatte keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Zum Schreibstil kann ich nur sagen, dass das Buch ja auch wieder einen lockeren, leichten Schreibstil hat, passend für eine lockere, leichte Liebesgeschichte. Und dieser Schreibstil ist teilweise auch sehr, sehr witzig und natürlich kitschig und überzogen, romantisch. Und ich finde den Schreibstil von Lauren Blakely wirklich cool. Der hat mir auch bei ihren anderen Büchern ja gut gefallen. Ich mochte ihn auch ja bei der One Dream-Reihe sehr. Also ich kann im Grunde nur sagen, dass ich die Bücher von Lauren Blakely so für Bücher so einfach zum Entspannen und Runterfahren wirklich gut finde. Denn es sind Geschichten, wo man weiß, was man bekommt. Es sind Geschichten, die mich abschalten lassen, wo ich nicht drüber nachdenken muss, was passiert. Ich werde super durch die Geschichten geleitet und das entspannt mich immer total. Deswegen lese ich die Bücher auch so gerne, weil es mich einfach komplett entspannt. Und jeder, der gerne solche Geschichten auch zum Entspannen liest, sollte sich die Bücher von Lauren Blakely auf jeden Fall angucken. Ich fand You wieder richtig, richtig süß und richtig toll. Es ist jetzt natürlich keine Geschichte, die mich extrem vom Hocker reißt und wo ich aufschreie und sage, oh mein Gott, diese Geschichte ist so gut. Das wird bei diesen Büchern nicht passieren, aber es sind wirklich Bücher, die Spaß machen, wie gesagt, die mich total entspannen und wo ich echt gut abschalten kann und ja. Also mir hat You wieder richtig gut gefallen, definitiv besser wie der dritte Teil. Der dritte Teil ist für mich jetzt so der schwächste bisher, halt aufgrund dieser ganzen Erotik, die da drin ist. Und ja, You war auf jeden Fall um einiges besser. Ich kann euch das Buch empfehlen, wenn ihr gerne solche Geschichten lest, schaut es euch an. Ansonsten war es das jetzt von meiner Stelle aus. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.